Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe heute das Video, also ein Antwortenvideo auf eure Fragen. Ich habe doch letztens dieses Video gedreht, eure Fragen eben. Und heute gibt es die Antworten dazu. Also ich habe hier meinen Laptop vor mir stehen. Also ich bin nach wie vor erkältet, ich habe es auch im letzten Video gesagt. Wenn mir eine Stimme nicht versagt, versuche ich jetzt das alles zu beantworten. Ich würde sagen, ich fange jetzt auch direkt an mit den Antworten. Also ich versuche immer, eure Namen vorzulesen, aber manche sind einfach echt schwierig. Aber der ist ganz einfach Blütenstern. Also sie hat gefragt, wie lange ich mit meinem Freund schon zusammen bin. Also ich bin mit ihm schon über 5,5 Jahre zusammen. Dann, was für eine Ausbildung ich gemacht habe. Ich habe gelernt, Werklehrerin im sozialen Bereich. Und wo ich derzeit arbeite. Ich arbeite an einer Schule. Dann, ob ich Kinderwunsch habe. Derzeit nicht, irgendwann bestimmt ja. Was für mich Kriterien wären, um mit YouTube aufzuhören? Muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Ich denke mal, wenn es nicht mehr passt, dann passt es nicht mehr. Aber ich mache das jetzt schon so lange mit euch hier, also es macht mir einfach tierischen Spaß. Und deswegen glaube ich, kann ich mir aktuell nicht vorstellen, ohne YouTube zu leben und ohne euch. Also irgendwie das... Also ich mache das jetzt schon... Ich glaube, es werden nächstes Jahr 3 Jahre, also 3 Jahre lang drehe ich jetzt schon Videos, also ich bin schon ein alter YouTuber sozusagen. Und ich habe zwar mal einen Durchhänger, das wisst ihr, also die, die mich schon lange abonniert haben, wissen das, dass ich ab und zu einfach mal so eine Phase habe, wo ich weniger drehe. Aber im Großen und Ganzen habe ich einfach wahnsinnig viel Freude mit dem Ganzen und bei den lieben Kommentaren. Und deswegen, ich sage, ich freue mich immer so, wenn ihr Kommentare schreibt. Das ist einfach, das ist so für mich das Allerschönste an dem Ganzen, immer eure Kommentare zu lesen und deswegen, ja. Dürft ihr mir noch gern noch viel mehr da lassen. Also ich hätte da gar nichts dagegen. Also wie gesagt, aufhören kommt eigentlich nicht in Frage. Wenn nicht was ganz Blödes kommt, gibt es keinen Grund. So, würdest du eine Roomtour machen? Wurde ich schon oft gefragt, muss ich leider sagen, nee. Weil ich wohne mit meinem Freund zusammen und das ist mir doch ein bisschen zu privat. Ich habe schon überlegt, ob ich euch, falls ich meinen Schreibtisch mal zeige oder eben das neue Bad, wenn es jetzt da mal fertig ist. Also solche Sachen vielleicht mal. Und ich denke, ihr kriegt ja immer was mit. Also wenn ich mal ein Outfit of the Day drehe, seht ihr das Chaos im Hintergrund oder halt jetzt eben hier. Also... So ein richtig in einen Roomtour, wo ich sage, ich laufe jetzt durch alle Zimmer. Nö. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. So, dann Freaky Sabi fragt, was man bei brüchigen Nägeln tun kann. Dazu habe ich euch ein Video gedreht, auch eben, weil es unter diesem Video so häufig gefragt wurde. Versagt meine Stimme doch. Das Video verlinke ich euch hier irgendwo. Da könnt ihr mal draufklicken. Also gegen brüchige Nägel, da habe ich eben eine zweizeilige Serie gedreht mit ganz vielen Infos drüber. Wie viel Nagellacke hast du? Ja, das ist so eine Frage, die kann ich jetzt gerade nicht beantworten. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich glaube, ich habe vor 2 Jahren, nee, vor letztes Jahr, ich habe letztes Jahr, glaube ich, das letzte Mal meine Nagellacke gezählt und seitdem nicht mehr. Das heißt, der Stand vom letzten Jahr, da waren es, glaube ich, 250. Also, ihr wollt, glaube ich, gar nicht wissen. Und wenn ihr es doch wissen wollt, dann sagt es mir, dann überlege ich mal nochmal ein neues Video zu machen über alle meine Nagellacke. So, dann... Ach ja, die Frage mit den Nagellacken war übrigens von Alina. So, dann Miss Nails, Nails, Nails. So, wo ist jetzt die Frage? Ich muss es erstmal wissen. Hast du viel High-End und was hältst du für Sachen wie MAC, Bobbi Brown und kommt man auch ohne jegliche High-End-Schminke aus? Ja. Also ich würde sagen, definitiv ja. Also ihr wisst vielleicht, ich bin ein absoluter Drogerie-Junkie. Ich liebe Drogerieprodukte und ich finde, man kriegt eigentlich alles, was man braucht in der Drogerie zu guten, günstigen Preisen. Ich würde jetzt deswegen nicht sagen, dass ich jetzt nichts von MAC haben will oder von Bobbi Brown. Also ich habe auch ganz wenig Produkte und ich würde auch wahrscheinlich mehr haben, wenn es nicht so teuer wäre. Aber irgendwie sehe ich es nicht ganz ein, für einen Lidschatten 17 Euro zu zahlen. Für einen Lidschatten. Also ich glaube, die Preise liegen gerade irgendwie bei 2,50 oder so. Also würde ich locker 7 Lidschatten von Catrice mir kaufen können für einen Lidschatten von MAC. Also ich habe schon ein paar und ich wünsche mir ab und zu Bocchini, weil sie einfach so teuer sind. Aber ich glaube, selber würde ich mir jetzt nicht ständig welche kaufen. Also ich habe jetzt welche momentan auf einer Wunschliste stehen. Die erfülle ich mir vielleicht irgendwann. Aber die stehen da schon ungefähr seit 2 Jahren drauf, glaube ich. Und deswegen... Also ich finde, man kommt super ohne High-End aus. Ich mag High-End. Die Sachen sind nicht schlecht, aber die sind nicht so gut, dass ich das Geld dafür ausgeben würde. Also jedenfalls gibt es wenig dafür, wo ich dann sage, das ist es mir wert. Ich kann aber gern mal ein extra High-End-Video machen, wo ich mal noch viel mehr davon erzähle. Also wenn ihr wollt, mache ich mal so ein High-End-Produkte- und Maumaus-Video. Mal gucken. Dann fragt die Laura, was mein Beruf ist. Das wisst ihr jetzt schon. Und ob ich mir meine Nageldesign selber ausdenke. Ja, ich denke mir meine Nageldesign selber aus.
Bei mir ist es eigentlich immer so eine Entstehensgeschichte. Meistens ist es so, ich habe entweder eine Jahreszeit, die mich inspiriert. Also da sage ich, ich mache halt, was weiß ich, zum Herbst ein Design oder zum Winter ein Design. Und dann überlege ich mir, was ist das typisch für die Jahreszeit und welche Farben sind da typisch. Und ich glaube, ich habe schon einen ziemlich so einen eigenen Stil für meine ganzen Nageldesigns. Also immer das Glitzer und ab und zu gern Farbverläufe und Stampen oder Kleben oder keine Ahnung. Also ich habe schon so eine Grundrichtung, wo ich mich selber auch daran orientiere. Ich schaue auch ganz, ganz gern Blogs an mit Nageldesigns oder auch eben andere Nageldesigner auf YouTube. Also ich glaube, Yummy Nails ist auch so eine, die wo ganz tolle Nageldesigns macht. Also ich schaue mir schon auch andere Sachen an und lasse mich inspirieren, aber ich sage mal so, die Nageldesigns, die ich mache, sind dann auch meistens aus meinem eigenen Blödsinn entstanden. Zum Beispiel kaufe ich mir zwei neue Nagellacke, ich denke mir, okay, die muss ich jetzt irgendwie kombinieren und dann überlege ich mir irgendwas, wie ich die zwei Nagellacke kombinieren kann. Tja, so entstehen meine Nageldesigns auch manchmal. Also wie gesagt, das ist eigentlich, ich würde sagen, 90% aus meinem eigenen Kopf entsprungen und 10% durch Inspiration. So, und ob ich einen Tipp habe, wie der Lack schneller trocknet. Ich würde sagen, auf alle Fälle der Lack von Essence, der hilft mir wahnsinnig. Der Essence Better Than Gel Nails Nagellack. Man muss bei dem nur ganz, ganz gut darauf achten, dass der Unterlack nicht noch ganz nass ist. Also bitte lasst euren Nagellack schon ein bisschen antrocknen, bevor ihr den von Essence drüber macht. Weil sonst macht der eine Schicht drüber und unten trocknet er nicht mehr durch, wenn es zu viele Schichten waren. Und dann habt ihr ewige Warterei und dann glitscht dann oben die Schicht rum und drunter ist noch alles nicht fest. Wenn es nur eine Schicht ist, macht es gar nichts. Aber wenn ich mal drei Schichten Nagellack drauf habe und die sind nicht gut durchgetrocknet, das ist eine Katastrophe. Aber sonst ist der von Essence wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin gerade beim Fragen durchlesen. Es stellen mir ganz viele die Frage nach meinem Beruf. Die habe ich jetzt schon beantwortet. Also ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, wenn ich da jetzt dann nicht dreimal die gleiche Frage beantworte. Dann kommt Yubau, lustiger Name. Was ist meine Lieblingskosmetikmarke? Also ich muss sagen, ich habe die Fragen vorher nicht mehr durchgelesen. Ich habe mich jetzt auch nicht vorbereitet. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also ich glaube, ich kann mich da fast nicht festlegen. Also ich bin einfach, ich mag, glaube ich, von jeder Marke ein bestimmtes Produkt wahnsinnig gerne, wo ich sage, ohne das geht's nicht. Also wie zum Beispiel, wisst, mein Wimpernserum von L'Oreal ist mir ein total heilig. Also nur das Beispiel, oder die Essence Mascara, ohne die würde es nicht mehr gehen. Also ich habe immer die Big Lashes, die silberne. Also ich sage ja, auch Catrice hat Produkte, wo ich sage, die könnte ich mir nicht mehr wegdenken. Deswegen würde ich jetzt persönlich sagen, keine bestimmte Kosmetikmarke, sondern einfach alle an der Drogerie. Also ohne Drogerie würde es nicht gehen, kurz gesagt. So, dann die Annie Styles. Was ich dafür tue, dass meine Nägel so lang werden, beziehungsweise nicht abbrechen. Also das mit dem Abbrechen ist ein Irrglaube. Auch meine Nägel brechen nämlich ab und zwar ganz fies. Also ich bin momentan auch wieder dabei, die wieder lang zu kriegen, weil die waren jetzt kurzzeitig richtig grauenhaft kurz. Also ich würde pauschal sagen, da auch gilt mein Video für gegen brüchige Nägel, dann wisst ihr, was ich dagegen tue, weil mehr mache ich gar nicht. Also da könnt ihr euch das Video gerne nochmal anschauen. Aber ich habe grundsätzlich einfach wahnsinnig stabile Nägel. Also das sind einfach unglaublich hart, die Nägel, und deswegen sind die auch recht stabil und brechen, wenn dann total fies ein, aber halt nicht so schnell wahrscheinlich, wie auch manch andere dann. Dann, das ist eine ganz kluge Frage, wie heißt du? Privat, privat, 00. Ich heiße Franzi. Hallo. Dann Heidi Guy, ja. Seit wann bist du so ein Nagel-Junkie und seit wann lackierst du dir die Nägel? Also das ist jetzt eine schwierige Frage, finde ich. Aber ich würde jetzt mal schätzen. Ich kann mich erinnern, dass ich so 5. 6. Klasse schon auch Nagellack getragen habe und dass ich irgendwann da mal den Spitznamen Glitzer-Franzi hatte. Tja, das lag an meinen Nägeln, weil ich wahnsinnig gern früher... Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, warum. Aber ich habe Silber- und hellblau Glitzerlacke ständig getragen. Und die dann mit ganz viel Glitzer noch drüber. Also Glitzer mochte ich ja immer, mag ich immer noch, ne? Wisst ihr, ich liebe Glitzer. Aber das war, glaube ich, so die Anfangszeit. Also das war dann 6. Klasse. Also schon relativ früh. Also ich war relativ früh schon Nagel-Junkie und habe auch, wie gesagt... Ich habe halt damals noch nicht so viel Nagellacke besessen. Also ich hatte das Geld auch gar nicht dafür. Aber ich habe schon... spätestens Anfang der Berufsschulzeit ging es dann auch los mit dem Nagellack kaufen. Davor habe ich die meistens noch bekommen, geschenkt oder von meiner Tante, die hat mir oft was gegeben, was sie nicht mehr gebraucht hat. Die habe ich dann immer verwendet, bis sie leer waren. Also ja, das ist schwierig. Aber ich denke, lackieren tue ich sie mir seit der 6. bestimmt.
oder das Kind vielleicht auch schon, ich weiß es nicht, bloß nicht mehr wahrscheinlich. Und ein Junkie bin ich. Ja, schon lang. Ich kann es echt nicht sagen, Leute. Ich kann es nicht sagen. Also ich würde sagen, mit YouTube ist es dann ausgeartet, meine Leidenschaft. Aber ich war schon immer ein Junkie. Also ich habe schon immer viele Nagellacke besessen, viel mehr als die meisten anderen. Und ich hatte immer schon diese Leidenschaft und auch dieses Interesse am selber Designen, das habe ich immer schon. Schon ganz lang. Ja. So, dann Shizu Tusi fragt, wie bist du dazu gekommen, Nageldesigns zu machen? Durch Job, Langeweile? Ja, das ist jetzt auch eine schwierige Frage. Wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, in der vorherigen Frage habe ich schon ein bisschen beantwortet. Ich habe einfach so eine Leidenschaft für Nagellacke und ich mag einfach wahnsinnig gern schöne Nägel. Und ich habe halt immer schon gesehen, dass halt andere das machen lassen. Und da ich ja selber so ein kreativer Kopf bin, habe ich mich einfach angefangen, irgendwann das selber zu machen. Und irgendwie kam ich dann irgendwann auf das Stampen relativ früh schon. Ja, und so ging das los. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, also einen Job habe ich gar nicht damit. Also mein Beruf hat nichts mit meinem Hobby zu tun, so überhaupt nicht. Wisst ihr vielleicht jetzt schon. Langeweile würde ich auch nicht sagen, weil ich habe meistens immer viel zu wenig Zeit für meine Nägel. Also ich hätte gern viel mehr Zeit für meine Nägel, als ich es habe, leider. Also wenn ich mehr Zeit hätte, hätte ich immer andere Nagellacke drauf. Aber also ich würde sagen, die Leidenschaft hat mich dazu getrieben. So, ist das deine Naturhaarfarbe? Fragt Doki Foxy. Klingt auch witzig. Das momentan ist wieder so ziemlich meine Naturfarbe. Ich habe sie mir mal getönt gehabt. Irgendwann Anfang im Sommer. Also ganz, ganz Anfang Sommer. Also irgendwann so Ende Frühling. Da habe ich sie mir mal getönt. Also ihr könnt in meinen Videos eigentlich immer nachvollziehen, wann das war. Da habe ich dann immer so einen, ja, rotstichigen, leicht, meine Haare tendieren immer beim Tönen lila zu werden. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist so. Aber das ist jetzt definitiv relativ rausgewachsen. Ich habe vielleicht noch ein bisschen einen Touch drin, aber jetzt würde ich eigentlich dann langsam wieder nachtönen, weil sie mir schon wieder zu fahl werden. Also ich finde, wenn die Haare getönt sind, dann glänzen die viel mehr und sind auch viel, ja, weiß nicht, viel schöner. Also jetzt momentan habe ich schon wieder das Gefühl, jetzt könnte ich mal wieder tönen. Also ich würde sagen, so ein bis, wenn ich es schaffe, zweimal im Jahr töne ich mir die Haare. Aber dann auch immer nur in meiner Naturhaarfarbe. Also nur Kastanie oder ich glaube dunkelgoldbraun nennt sich das, was ich sonst immer verwende. Also immer so meinem Haarfarbenbereich. Also ja, ich habe dunkelbraune Haare und es ist so ziemlich die Farbe. Und ob das meine Naturaugenfarbe ist oder ob ich Kontaktlinsen trage, sie sind richtig schön. Auch Doki Foxy. Das ist total lieb von dir, dass ich schöne Augen habe. Danke. Das ist meine Naturfarbe. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennen könnt. Ich trage zwar Kontaktlinsen, aber rein in der Sichtweise. Und jetzt habe ich auch gerade gar nicht keine drin, deswegen sehe ich auch alles unscharf. Ja, also ich habe grünbraune Augen und die sind Natur so. Also so besonders sind die eigentlich gar nicht. Ich hätte es gerne heller, aber nein. Ich wurde nicht damit gesegnet. Hast du Haustiere? Viele wissen es vielleicht. Ich habe eine Katze, die schnarcht gerade auf dem Katzenbaum. Ich will es jetzt nicht aufwecken. Aber ihr kennt sie bestimmt. Ich kann euch ganz schnell ein Bild einfügen. Also das war meine Katze. Santa Fee, wenn sie jemand interessiert. Also wir sagen einfach nur Fee oder ich sage einfach nur Katze. Das ist vielen schon aufgefallen, dass ich immer nur Katze zu meiner Katze sage. Das finde ich auch selber sehr witzig, aber es ist irgendwie so. Auch Doki Foxy wieder, wie ich meine Augenbrauen so hinbekommen habe. Meine Augenbrauen, ich zupfe sie mir. Wenn ihr dazu ein Video haben wollt, gerne. Aber keine Ahnung, ich kann gerne mal das Thema auffassen. Es würde jetzt zu viel Zeit brauchen, glaube ich. So, ihr Lieben, da jetzt die Zeit schon ziemlich vorangeschritten ist, würde ich sagen, ich mache jetzt für dieses Video die letzte Frage. Mach gerne die anderen Fragen in den nächsten Videos, weil das wird sonst viel zu viel. Ich will alle Fragen möglichst beantworten und deswegen teile ich die Videos lieber auf. Also, die letzte Frage ist von Tackled Mint, wie man es ausspricht, keine Ahnung. Wie ich drauf gekommen bin, Videos zu drehen. Wie bin ich drauf gekommen? Also ich glaube, mein erstes Video war auch ein Nagelvideo. Also definitiv bin ich durch meine Nagelleidenschaft aufs Drehen gekommen. Ich wollte einfach mein Nageldesign sozusagen euch zeigen. Also ich habe einfach ein Tutorial gemacht, wie man das macht mit dem Stampen. Und so habe ich angefangen und habe dann damals auch ein paar nette Mädels kennengelernt. Also die Sarah, die Wood Green zum Beispiel und die Pia, also Satin-Taupe, die glaube ich dreht vielleicht auch bald wieder Videos, mal gucken. Also die hat jetzt auch lang nichts mehr gemacht, aber die hat auch super tolle Videos gemacht früher. Und auch die Diana war eine der Mädels, also die Diana, ich glaube 03, nee,
8030, ach keine Ahnung, auf alle Fälle Diana halt, ne? Also das waren so die Mädels von meiner Anfangszeit, die mich dann eigentlich noch mehr angespornt haben, Videos zu drehen. Da wurde man dann mal getaggt oder man hat jemanden getaggt oder keine Ahnung. Wir waren dann auch, glaube ich, was war das, in Frankfurt, glaube ich, war das. Da war ich bei einem Treffen dann damals dort und also irgendwie rutscht man dann da so rein und dann kann man sich nicht mehr losreißen. So würde ich es jetzt mal sagen. Also angefangen habe ich, glaube ich, weil ich einfach diese Nageldesigns damals einfach hochladen wollte, weil es einfach Spaß macht und ich einfach euch die zeigen wollte, wie ich es mache und ja. Ich würde sagen, es langt als Antwort, oder? Ich erzähle eh viel zu viel wahrscheinlich. Ich hoffe, es langweilt euch nicht, wenn ich so viel quatsche oder halt eben so auf die Fragen eingehe. Aber ich denke mal, wenn einer die stellt, dann mag er auch nicht bloß ein Wort als Antwort haben. Außer es ist eben die Frage nach einem Beruf. Da muss ich jetzt nichts ausholen. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt Schluss mit dem Video, mache dann im nächsten Video weiter mit den Fragen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich selber Feedback freuen, ob ich das mal wieder machen soll mit den Fragen. Also sagt mir einfach Bescheid. In diesem Sinne würde ich sagen, ich drehe jetzt das nächste Video zu den Fragen. Mache jetzt einfach direkt weiter. Aber jetzt mache ich für euch hier Schluss, sonst kriegt ihr einen Ohrwurm wahrscheinlich. Oder einen Ohrendreher, wie auch immer man das sagt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und tschüss.